Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Fat Shady? Was geht, Alter? Ich hab dich seit der Highschool nicht gesehen. Hey, Nippeldreher! Hör auf! Du hast das drauf, hä? Ja, Testergebnisse, meine Herren. So ein Müll. Du hast das nicht drauf? Ja. Wollen wir Freunde sein? Ja, klar. Mach dich auf ein Leben als knallharter Kopf gefasst. Oh ja, das mach ich. Ich dachte, in dem Job gibt's mehr Verfolgungsjagden und Explosionen. Du bist tot. Dann ist aber nicht geladen, oder? Sonst macht's keinen Spaß. Was geht, Chef? Unsere erste Festnahme. Ich hab ihn! Yeah! Yeah, bang, bang. Sie haben vergessen, ihm seine Rechte vorzulesen. Kennen Sie überhaupt den genauen Wortlaut? Na klar, weiß doch jeder. Sie haben das Recht, Anwalt zu bleiben. Sagten Sie, Sie haben das Recht, Anwalt zu sein? Man hat das Recht, Anwalt zu sein, wenn man das möchte. Wir lassen eine Serie verdeckter Ermittlungen aus den 80ern wieder aufleben. Wo melden wir uns? In der Jump Street. 21 Jump Street. Ihr seid hier, weil ihr wie ein paar Justin Booby Miley Cyrus Trottel ausseht. Wir schleusen euch als verdeckte Ermittler in die Highschool ein. Du hast einen beachtlichen Muskeltonus, junger Mann. Wann bist du in die Pubertät gekommen? Mit 7 oder was? In der Schule ist eine neue synthetische Droge im Umlauf. Der Auftrag lautet, findet die Quelle. Ich glaube, die Dealer sind die angesagten Kids. Wir schmeißen eine Party, so kommen wir am schnellsten an sie ran. Dann los. Gebt absolut niemandem Drogen oder Alkohol. Ich verspreche Ihnen, wir werden super professionell sein. All I do is party. Nehmt's hier, damit ich weiß, dass ihr cool seid. Viel Spaß. Seid ihr auf Drogen? Das gefällt mir nicht. Steck die Zunge wieder in den Mund. Einiges an euch kommt mir komisch vor. Euer Musikgeschmack. Die Tatsache, dass du wie ein 40-Jähriger aussiehst. Ich check mal deine Figur. Deine Klausur. Nach dem, was ihr gestern abgezogen habt, könnt ihr auf keinen Fall Bullen sein, oder? Gehst du mit mir zum Abschlussball? All I do is party. Ach, das ist abgefahren! Oh, oh. Wann bin ich denn erstochen worden? Das ist ja Hammer! Yeah! Nummer 4. Sergeant Jerry Boyle, was gibt's? Was war es, ein Schaf oder was? Das war ein Lama. Wie stehen deine Eltern jetzt da? Ich habe Informationen über den Mord, der letzte Nacht verübt wurde. Was für ein Mord? Wie viele Morde hattet ihr denn in den letzten 24 Stunden? Ja, kommen Sie doch her und finden Sie es raus. Leider habe ich meine Handschellen nicht mitgebracht. Das wird deiner Mami ganz bestimmt nicht gefallen. Da gibt's heute Abend eine wichtige Besprechung mit einem Typen vom FBI. Diese Männer sind höchst gefährlich, dass sich Kokain im Wert von fast 500 Millionen Dollar an Bord befinden könnte. Ja, Sergeant. Ich dachte, nur Schwarze würden mit Drogen dealen. Und Mexikaner. Bitten Sie den Mann um Entschuldigung. Wofür soll ich mich entschuldigen? Für Ihre rassistischen Bemerkungen etwa. Ich bin Ihre. Rassismus ist Teil meiner Kultur. War doch bloß ein Spaß. Hab's nicht so gemeint. Ich dachte, wir fangen damit an, in der Nachbarschaft rumzufragen. Ganz schön frisch da draußen. Entschuldigung, ich hab nicht zugehört. Wir? Darf ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Auch wenn hier Gälisch gesprochen wird. Haben Sie das in Langley nicht gelernt? Guten Tag, Sir. Sir? Weil in Langley die CIA sitzt, Sie Idiot, nicht das FBI. Ich weiß nicht, ob Sie völlig wohl in der Birne sind oder ob Sie einfach bloß so tun. Alles in Ordnung? Ich trinke Kopfschmerzen und Milchshakes. Sehen Sie, die sind hier. Schon mal angeschossen worden? Ja. Tut das weh? Sind Sie in den Slums aufgewachsen? Nein, ich bin nicht in den Slums aufgewachsen. Ich glaube, ich komme aus einer sehr privilegierten Familie. Sommer in den Hamptons, Skilaufen in Aspen. Ich dachte, Schwarze können gar nicht Skilaufen. Oder war das Schwimmen? Nummer 3. Eddie Murphy ist Bulle in Detroit. Hey! Den es ins warme Beverly Hills zieht. Ich hatte gerade ein Gespräch mit Inspektor Todd in Detroit. Er sagte, falls Sie hier sind, um den Tendino-Mord zu untersuchen, brauchen Sie nicht mehr zurückzukommen. Für einen, der vorgibt, auf Urlaub zu sein, scheinen Sie sich mehr auf eine lange Beobachtung eingerichtet zu haben. Beobachtung? Nein, oh nein, ich bin Picknickfreund und für Picknick ist die Gegend genau das Richtige. Ich habe ein paar Fragen an Sie über Michael Tendino.
Ich hatte noch nie ein Telefon als Zellenkumpel. Dürfte ich noch ein Weilchen bleiben? Ich habe eine Pizza bestellt. Wir haben 6 Zeugen dafür, dass Sie da eingebrochen sind und gerade anfangen wollten zu randalieren. Und dann sind Sie selbst durch das Fenster gesprungen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich suche nach Mr. Maitland. Ich habe Ihnen nicht das Geringste zu sagen. Na, wie geht's, alter Junge? Ihr Jungs habt ja echt von gar nichts Ahnung, oder? Ihr habt eure Marken und eure Kanonen und das ist es dann auch. Hey Mädel, stell den Schotter woanders hin. Wenn ich Clubsoda trinke, muss ich sofort tierisch kotzen. Also Leute, das ist echt der sauberste und gemütlichste Polizeischlitten, mit dem ich je gesessen habe. Kann ich ihn mit meiner Schrankwand einziehen? Ich möchte wetten, junger Mann, dass Sie der Stolz Ihrer gesamten Abteilung in Detroit sind. Aber es scheint mir offensichtlich, dass du nicht die geringste Vorstellung davon hast, mit wem du es hier zu tun hast. Ich weiß nicht, was Sie glauben, was ich für einer bin. Vielleicht halten Sie mich für einen Vollidioten. Na los, machen Sie schon schnell. Krieg ich wieder zurück unter deinen kleinen Stein in Detroit, bevor du zerquetscht wirst. Keine Bewegung! Gib mir Deckung! Polizei! Sie sind alle verhaftet! Du solltest das nie wieder tun, sonst erschieße ich dich. Eddie Murphy in Beverly Hills Cop. Ich löse den Fall auf jeden Fall. Und wetten, dass ihr dabei seid? Nummer 2. In this city, there's crime on every street. But one man has seen enough. He's Lieutenant Frank Drebin. Whatever scum did this, not one man on this force will rest for 1 minute until he's behind bars. Now let's grab a bite to eat. He's a good cop who's having a bad day. His best friend... Everyone should have a friend like you. ...is in a coma. As soon as Nordberg is better, he's welcome back at police squad. But I wouldn't wait until the last minute to fill out those organ donor cards. His girlfriend asked him to look her up. Nice beaver. Thank you. I just had it stuffed. Let me help you with that. And his city is in the hands of a master criminal with a sinister plan. I must kill the queen. How can any police story contain this much action? This much romance? I like cops. All right. Or this much baseball? Starring Leslie Nielsen, a cop who's always on the alert. Mikhail Gorbachev. I knew it. Queen Elizabeth, everyone's favorite queen. Priscilla Presley. A woman who really cooks. How hot and wet do you like it? Ricardo Montalban. Kevin. Frank. You're both right. George Kennedy, the partner with an appetite for danger. O.J. Simpson, as you've never seen him before. And Reggie Jackson in his first dramatic role. In a movie so big, it had to be filmed in color. The Naked Gun, from the files of Police Squad. Coming this Christmas to a theater near you. See you then. Nummer 1. Sergeant Nicholas Angel. Nahkampfexperte. Waffenspezialist. Und Highspeed-Profi. Er war so gut, dass er versetzt wurde. Gut. Sie haben dafür gesorgt, dass wir schlecht dastehen. Und Sie haben etwas Entscheidendes vergessen. Und zwar, was das Team davon halten wird. Statistisch gesehen ist Sandford das sicherste Dorf im ganzen Land. Jetzt muss dieser Großstadt kommen. Hast du mal 2 Knarren gleichzeitig im Sprung abgefeuert? Nein. Hast du schon mal eine Knarre im Sprung abgefeuert? Nein. Lernen. Ist es wahr, dass es eine Stelle im Kopf gibt, die, wenn sie von einer Kugel getroffen wird, explodiert? Sich anzupassen. Morgen, der Schwan ist weg. Der Schwan ist weg. Könnten Sie ihn mir beschreiben? Ungefähr 1,5 Meter groß, ja. Langer, schlanker Hals. Ha! Ha! Das verschreckt ihn nur.
An einem Ort, an dem sonst nie etwas Schlimmes geschieht. Pass auf! Mein Auge! Tada! Nimmt plötzlich alles ein schlimmes Ende. Es gibt 3 Leichen innerhalb einer Woche. Unfälle passieren ständig. Wie kommen Sie darauf, dass es Mord war? Hier ist seit 20 Jahren niemand umgebracht worden. Sie sagen, das war kein Unfall? Nicht jeder ist ein Mörder oder Psychopath. Es wird höchste Zeit, dass Sie das erkennen, Sie und Ihr Äffchen. Hat er mich gemeint oder das hier? Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die Kriminalitätsrate so niedrig ist und die Unfallrate gleichzeitig so hoch? Oh yeah. Ich werde dieser Geschichte auf den Grund gehen. Von den Machern von Shaun of the Dead. Hast du noch nie eine Abkürzung genommen? Wenn's heiß wird, da kommen die Schnüffler. Muss man die Profis rufen. Na, wenigstens habt ihr hier Crockett und Tubby. Schießereien, Verfolgungsjagden. Genau das habe ich gemeint. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.